Die gefährlichsten Irrtümer von Markus Krall, Hans-Werner Sinn, Christian Felber von der Gemeinwohlökonomie im Gegensatz zur gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung der Next Scientists und der Gemeinwohllobby, die Sympathien hat für GWÖ und GWO und aber auch zu einigen anderen Denkrichtungen noch hat. Ja, dann schauen wir uns doch mal an. Und zwar fangen wir doch einfach mal ganz vorne an. Ja, hier ist der Anfang. Warum irren sich Krall, Sinn und Felber so stark? Warum sind ihre Konzeptionen für unser aller Leben so extrem gefährlich? Und auch wenn sie es gut gemeint sind, weil wir sprechen ja davon, dass die Menschen voll sind von vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Sparten und natürlich gar nicht wissen, dass sie sich im Irrtum befinden und deswegen es gut meinen, aber schlecht tun. Ne? Schluck Wasser. Hier unten rechts an dem rundlichen Ding, ganz weit rechts unten hier bei YouTube, bitte schneller drehen. Sie sollten eigentlich immer alles in höherer Geschwindigkeit schauen. Ja, also es fehlt einfach dieses Grundgefühl dafür, wie sich das Universum evoluiert hat und welche Bedeutung dabei es hatte, dass vor 400.000 Jahren, also wenn man das mal, also hier die rote Zahl, ja, nach einer Evolution von 13,8 Milliarden Jahren, einer lebendigen Evolution von 3.500 mal eine Milliarden Jahre, dass da eben der große Fehler entstanden war, nachdem auch dann vor etwa 400.000 Jahren dann eigentlich das neue Sozialsystem, der urmatriarchale pazifistische Bono-Boschenka-Kommunismus, sich voll etabliert hatte, der begonnen hatte vor 4 Millionen Jahren mit dem Zurückgang der Eckzähne, der typischen Rivalenkampfanzeiger sozusagen. Ich lasse die ganzen Details weg, das habe ich alles schon so oft erzählt, hier die ganzen Details, aber wichtig ist eigentlich nur, dass den allen dreien das Verständnis fehlt, dass vor 400.000 Jahren, eben hier vor 400.000 Jahren, sozusagen die große Erfindung kam von Tauschhandel, Markt und Arbeitsteilung und vor 300.000 Jahren oder 140.000 Jahren spätestens dann der Ferntauschhandel sich als absolut mörderisch erwiesen hat und unser aller Leben zerstört hat, sozusagen. Ja, und die Degeneration der Menschheit hat dann hier vor 400.000 Jahren begann die Degeneration der Menschheit, noch wuchs das Gehirn, aber es flachte sich schon ab und vor 40.000 Jahren, ja, da Evolution allmählich von Geld und allmähliche Richtung Ackerbau und Viehzucht als neues Geschäftsmodell, der Frühhändler und so weiter. Und jetzt haben wir schon 150, also 0,15 Liter, also praktisch ein volles Glas Bier sozusagen an Gehirnvolumen verloren, werden immer dümmer und degenerieren immer stärker, weil eben ja, solche Leute wie Krall, Felber und Sinn, die Problematik gar nicht kennen, um die es im Kapitalismus geht. Das große Geheimnis, was die Next Scientists for Future und Weltrat als erste weltweit aufgedeckt haben. Ja. Ja, und zwar haben wir hier die ersten Frühhändler und Frühärzte, die noch in der Wahrheit waren
Und die sind auf einem Aussterbensweg hier in der Sackgasse, weil nach der Erfindung von Ferntauschhandel spätestens eben sich die Irrtümer viel besser gerechnet haben als die Wahrheiten, nämlich die vorteilbringenden Irrtümer, also Irrtümer, zum Beispiel, die uns allen das Lebensglück weggeredet haben. Ich denke, erinnere nur an solche Tabus wie Nacktheit ist verboten, Körperkontakt ist verboten in vielerlei Hinsicht, auf jeden Fall nicht völlig frei und so weiter. Aber es mag auch sein, dass alle möglichen anderen natürlichen Glücksquellen gelitten haben, weil je mehr diese Leute hier vorteilbringende Irrtümer ausstreuen, und das kann auch über ihre medialen Partner sein, über die journalistischen Partner, die quasi sie bezahlen, die journalistischen Partner über die Werbespots und die Evolution beim Journalismus läuft dann so ab, dass nur Journalisten und Redakteure übrig bleiben im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende, die von vornherein die gleiche Weltsicht haben wie die Werbekunden und dann gibt es auch keine Konflikte. Und dann ist es so, dass der Journalismus sozusagen eigentlich nur eine zweite Werbeplattform ist, der Journalismus ist dafür da, die Kaufbereitschaft gegenüber den Produkten zu erzeugen, indem er die Menschen so unglücklich macht, dass sie dann konsumsüchtig, kaufsüchtig, shoppingsüchtig werden und so weiter. Ne? Aber das habe ich alles schon tausendmal erklärt. Ne? Und das ist aber eben Krall, Sinn und Felber eben völlig unbekannt, diese eigentliche Schädlichkeit des Kapitalismus, ja, dass er eben Unglück zerstört. Und dann zum Beispiel auch solche anderen vorteilbringenden Irrtümer hat, wie dass die Frühärzte dann irgendwann evoluiert haben. Ja, also so gesunde Ernährung und gesunder Lebensstil, sauberes Wasser, saubere Luft, alles nicht so wichtig. Da gibt es so gefährliche Killer, solche winzigen Dinger. Später werden wir sie Viren, Bakterien und Pilze nennen und so weiter. Und nur die sind zu beachten und da verkaufe ich euch was zu, ja. Und diese vorteilbringenden Irrtümer führen halt dazu, dass so jemand dann hier vier Urenkel ernähren kann, geistige Nachfolger findet, dann wird irgendwann eine Universitätsabteilung aufgemacht und dann verbreiten sich diese vorteilbringenden Irrtümer massenhaft über die Welt, ne? Und ja, und die ganze Welt wird verseucht davon. Ja, und all das ist eben Krall, Sinn und Felber nicht bekannt. Und ja, und da so ist das Dilemma. Und das bedeutet aber, dass wir alle überschwemmt werden von all diesen vorteilbringenden Irrtümern. Nämlich hier, da kann man die gefährlichsten Sparten der Welt, die Sozialsparten, die sich bereichern an immer mehr notleidenden Menschen, die NGOs, die sich an der Not in aller Welt immer mehr bereichern, die Gesundheitssparten, die die Leute krank machen und sich dann daran bereichern. Alles nicht bewusste Prozesse. Also ich rede hier von nicht bewussten Evolutionsprozessen. Ja? Die Nahrungsindustrie, die uns alle, ohne dass es ihr bewusst ist, vergiftet und krank macht und damit sozusagen funktionell gesehen Zuarbeiter für die Gesundheitssparten ist und die Waffensparten und so weiter. Alle senden sie ihre vorteilbringenden Irrtümer aus, zum Beispiel die Waffensparte, die Wahrscheinlichkeit von Kriegsbereitschaften erhöhen und so weiter und Gewaltbereitschaften erhöhen. Und Behördensparten, alle möglichen, alle Teile der Gesellschaft. Jeder, der irgendwas arbeitet, gehört irgendeiner Sparte an und die senden vorteilbringende, geschäftsfördernde Irrtümer aus und die hier, die wenigen, die also keinerlei Sparte angehören, die werden manipuliert, die sind also Opfer all der vorteilbringenden Irrtümer.
und sind Lobbyisten wider Willen, und auch alle anderen sind Lobbyisten wider Willen, und so die Sozialspartler werden Opfer der Gesundheitssparte und die Waffensparte werden Opfer der Sozialspartler und. Also eigentlich ein Art Hauen und Stechen. Jeder raubt so viel, jede Sparte raubt so viel sie kann von dem Gesamtkuchen. Das ist der Gesamtkuchen Deutschland, oder wir können auch die Welt nehmen, denn es ist ja weltweit dieses System, ja. Ja, und das Problem muss man lösen, indem man hier eben Belohnungen, also positive Anreize hinsetzt, Verdienstzuschüsse nur noch für bewiesene Förderung von Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit. Und dadurch rechnen sich die Irrtümer nicht mehr, sondern nur noch Wahrheiten bringen, erweisen sich dann als vorteilbringende Wahrheiten. Und dann ist das größte Problem des Kapitalismus gelöst, nämlich dass er die Unglückszerstörung, die Suchterzeugung, denn unglückliche Menschen werden eher Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten süchtig, also Unglückserzeugung erzeugt Kaufsucht und Konsumsucht aller möglichen Dinge. Das verschwindet dann, wenn eben Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit gemessen werden. Und das kann man dann zum Beispiel machen über eine Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme, die dann auch die Langlebigkeit mitmisst. Und ja, man kann den Gesundheitsaufwand Erwartungskurven erstellen, tatsächlichen Gesundheitsaufwand damit vergleichen. Ja, und man kann die Leistung all der erzieherischen Instanzen, Lehrer und Mütter zum Beispiel, kann man die Steuer- und Abgabenleistung der Absolventen, wenn die dann in die Arbeitswelt antreten, messen und kann so gucken, ob die erzieherischen Dinge, die pädagogischen Elemente eher den Kindern den Spaß am Lernen verdorben haben, damit es mehr Bedarf an Lehrertum, Nachhilfelehrern und so weiter gibt und dann die Sparte des Lehrertums Profite macht und sich ausweiten kann. Oder eben, ob sozusagen das Beste für die Kinder getan wurde und die größte Freude bei den Kindern am Lernen erzeugt wurde. Ja, und dann, ja, der größte vorteilbringende Irrtum der Sozialsparten ist der, dass alle Neugeborenen angeblich Genies seien. Das ist ja hier die Normalverteilung. Naturwissenschaftler haben aber schon lange bewiesen, dass die Evolution ein ungleichheitserzeugendes Ding ist. Das heißt also, dass die Evolution notwendig größere, klügere Gehirne erzeugt und kleinere, weniger kluge Gehirne erzeugt, und dass deswegen leider bedauerlicherweise sehr große Ungleichheit bei der Klugheit und Intelligenz und so weiter vorliegt, drastische Ungleichheit. Aber der vorteilbringende Irrtum ist deswegen so gefährlich, weil wenn man natürlich denkt, dass alle Kinder generell potenzielle Genies seien und es diese genetischen Unterschiede ja gar nicht gäbe, dann ist es auch völlig egal, wer die Kinder kriegt, weil die sind ja dann eh alles Genies. Und dadurch wird dann der Staat zerstört, weil man dann Politik macht und dann hier zu wenig Kinder hat und hier zu viel Kinder hat, und dann wird der ganze Staat verblödet sozusagen, dann hart gesagt. Ja, und dann, was bei Christian Felber halt so ein Problem ist, so diese Ablehnung von Milliardärskönigen, Politikkönigen und Journalistenkönigen, obwohl das der falsche Ansatz ist. Wir brauchen die fähigen Leute, nur müssen wir sie gewinnen, müssen wir Jeff Bezos überzeugen, die reichsten Leute der Welt, dass sie ja auch dass ihnen das System ja auch ihr Lebensglück zerstört hat und geraubt hat und so weiter. Und wenn sie das verstehen, werden sie ihre Milliarden alle einsetzen, um sofort den Systemwechsel hin zur gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung GWO oder GWÖ, GWO, GWL zu unterstützen. Ja.
Ja, und die NGOs sind vielleicht die allergefährlichsten Sparten auf der Welt, weil die quasi auch wieder ein Interesse daran haben, dass die Missstände auf der Welt erhalten bleiben, weil nur so die Spendenbereitschaft hoch bleibt und nur so die Leute, die sich also an den Spenden bereichern, Geschäftsführer und was auch immer, weil nur die so weiterhin ihre Profite machen können, wenn die weltweiten Probleme erhalten bleiben. Und das ist vielleicht das Rätselslösung, warum unsere Lösung des Klimaproblems nicht akzeptiert wurde von Fridays for Future, weil es da um die Problemförderung geht. Professor Hans-Werner Sinn hat gesagt, er hat ja auch angedeutet, dass Fridays for Future insofern richtig erfolgreich war, dass durch ihr Wirken der CO2-Ausstoß weltweit abgezogen werden muss, natürlich im Moment der Corona-Rückgang, aber das hat ja nichts mit Fridays for Future zu tun, sondern dass Fridays for Future und Scientists for Future eigentlich den fossilen Firmen Panik gemacht haben, dass das Geschäft irgendwann beendet sein könnte, wodurch die dann noch schneller gefördert haben und dadurch noch schneller mehr verbrannt wird und insgesamt der CO2-Ausstieg zugenommen hat, wenn man mal den Corona-Anteil, der ja abgezogen wird, wenn man den mal nicht einberechnet, dann sieht man, dass es eine Vergrößerung, Verschlechterung des CO2-Ausstoßes gegeben hat durch das Wirken von Fridays for Future. Also insofern Hypothese, die gefährlichsten Sparten der Welt sind die NGOs, weil die am Hunger und am Elend in der Welt sich bereichern und deswegen regelrecht das auch fördern. Es gab ja mal diesen berühmten Fernsehbericht, wo gezeigt wurde, wie eine NGO aktiv die Notlage von Kindern gefördert hat, um dann an mehr Spendengelder aus der ersten Welt ranzukommen, sozusagen. Ja. Ja. Und dann haben wir hier den antikooperativen Anteil und den kooperativen Anteil. Ja, das ist bei Krall, Felber und Sinn fehlt völlig der Sinn dafür, dass wir in der Gesellschaft 90% antikooperativen Anteil haben, der aufgrund der vorteilbringenden Irrtümer sozusagen nicht bewusst abläuft. Also da läuft das Schädigen der Mitmenschen läuft nicht bewusst ab. Also man ist sich keiner Schuld bewusst. Vielleicht gibt es 2% kriminelle Lügen und Verschwörungen, wo die auch den antikooperativen Anteil vergrößern. Aber und dass wir überhaupt noch leben, liegt daran, dass in dem Ganzen vielleicht auch noch 8% kooperativer Anteil drinstecken. Während also so Leute wie Krall und Sinn und Felber den kooperativen Anteil viel zu groß einschätzen und den antikooperativen Anteil viel zu klein einschätzen, das habe ich ja vorhin schon gezeigt, dass sie gar kein Problem dass sie die Glückszerstörung nicht kennen, die Gesundheitszerstörung nicht kennen. Sie kennen das alles nicht. Und das ist sozusagen, und das ist halt eine gefährliche Weltsicht, weil sie genau den bösartigen patriarchalen Raubtierkapitalismus natürlich weiter bestehen lässt, solch eine falsche Weltsicht. Na, Schluck Wasser. Denn all diese Leute machen ja letztendlich Propaganda für ihre falsche Weltsicht, verbreiten ja diese vorteilbringenden Irrtümer. Wobei Kralls Weltsicht ja ein typischer vorteilbringender Irrtum für die Alkohol, Tabak, Zucker und anderen hochproblematischen Sparten der Gesellschaft ist, sozusagen. Narrenfreiheit für alle. Ohne Gesundheitsmessung, ohne Messung von Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner. Ja, hier doch mal die Demokratisierung. Das ist, ja, und das ist auch Sinn, Krall und so weiter machen auch den Fehler, dass sie den Parteien nicht klar machen, dass es völlig falsch ist,
einseitige Wahlprogramme zu machen, sondern dass man jede Partei den Leuten Volksentscheide anbieten sollte, 5 Varianten von Wirtschaftsreform, einschließlich der 6. Variante, sozusagen alles beibehalten wie bisher. Und dann könnte man da eben über diese Volksentscheide, hier Gesundheitsreform, könnte man noch die 5. Variante reintun, staatliches Gesundheitswesen zum Beispiel. Hier die verfassungsgebende Versammlung, da könnte man auch Volksentscheide machen, sei es vor repräsentativen Wählerstichproben und dann später große Volksentscheide, wo die Wähler schauen können, welche Verfassungsvariante ihnen jeweils, zum Beispiel welche Präambelvariante ihnen am besten gefällt und so weiter. Ja, Artikel 1 hier, Artikel 2, ja, Schutz des Gemeinwohls und so. Ja, also so könnte man das Ganze machen. Ja, und jetzt gehe ich noch kurz vielleicht auf unsere Homepage. Na, wo ist die denn jetzt wieder? Ja, da gehe ich mal hier drauf. Ja, wir haben ja hier die 700 Euro im Monat mehr je Arbeitnehmerin, die unsere Reformen ermöglichen würden. Davon könnte man einen zum Beispiel 50% pro Monat für Klimaumbau verwenden und könnte dann, wenn die USA auch dieses gewaltige Wirtschaftswunder wollen, USA, China und Indien sagen, ihr kriegt das Ganze, alle Staaten der Welt kriegen unsere Reformen, ja, aber nur unter der Bedingung, dass sie den gleichen Prozentsatz wie die Deutschen ausgeben für den Klimaschutz oder eben wir koppeln das gleich mit dem weltweiten Emissionshandel und dann können wir eben nicht nur das Geld messen, sondern die Geldaufwendung, sondern die Effizienz einfach an der Menge der CO2 und anderen Luftstoffe können wir das dann messen. Ne? Und dann haben wir einen weltweiten Deal, einen weltweiten Emissionsdeal. Hm? Ja, und wie gesagt, die freie Argumentekultur der wechselseitigen Falsifizierungsversuche ist das, was sinnvoll ist, ist die einzige Chance für die Menschheit, aber vielleicht schaffen die das auch nicht. Ne? Dann wir haben ja auch noch die Alternative, das Schluck Wasser. Das jede Gruppierung sich halt bekannt macht und dass es dann vielleicht eben jetzt auch irgendwann dann eine Mehrheitsbildung für den Ansatz der Next Scientists for Future gibt, wenn die Gruppierungen alle weiter mit ihrer Zeugen Jehovas Strategie weitergehen. Wir haben doch schon die Wahrheit, wir brauchen doch nicht mehr diskutieren über Argumente, die unser Konzept falsifizieren könnten. Ne? Und das ist aber das Dilemma und das ist jetzt dann halt auch die Frage, ob das überhaupt geht, weil ja natürlich zum Beispiel, ich habe es ja vorhin gesagt, bei Markus Krall zum Beispiel, also ich selbst, wenn ich Alkoholindustrie wäre, dann würde ich Markus Krall viel Geld zukommen lassen für seine Atlas-Initiative, denn das ist ja die beste Werbung für die Narrenfreiheit, für die Alkohol-, Tabak- und Zuckerindustrie, die sich diese vorstellen kann, diese Weltperspektive von Markus Krall. Und insofern die Frage ist, ob dagegen überhaupt solch eine Wahrheit der Next Scientists for Future überhaupt eine Ausbreitungschance hat, wenn so viele Milliarden dafür verwendet werden, genau unrealistische, also Irrtumsweltbilder zu verbreiten, dann ist das vielleicht sogar unmöglich. Wer weiß, vielleicht ist es einfach unmöglich, weil dieses System, der stellt, dass einfach Wahrheiten einfach keine Chance mehr haben, weil von allen Seiten, ja, ich habe es ja vorhin gezeigt, jede Sparte unendlich viele vorteilbringende Irrtümer aussendet und ja, und da stecken oft riesige Milliarden dahinter. Und vielleicht hat man da überhaupt keine Chance, vielleicht ist das alles vergebene Liebesmühe, was wir machen, weil es gar nicht möglich ist,
weil der Kapitalismus vielleicht so etwas wie eine endgültige Sackgasse der Menschheit ist. Ja, da ist vielleicht nichts möglich. Ja, na, wird man sehen. Und dann nochmal die Stiftung Warentestisierung. Ja, also das, was ich vorhin gesagt habe mit Belohnungen, positiven Anreizen, Verdienstzuschüsse, Steuervorteile. Das bedeutet, dass also man quasi von allem, von Politikern, von Journalisten, von allen hat man Ranglisten, wie weit sie alle sozusagen das Wohlfühlen, die Gesundheit, die Langlebigkeit und oft auch den Wohlstand der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner fördern oder beschädigen. Und danach können wir Wählerinnen dann durch diese Transparenz dann jederzeit auswählen und das Beste wählen für uns. Ne? Ja, die Stiftung Warentestisierung in diesem Sinne. Ja, dann habe ich das, glaube ich, alles. Ja, und damit waren das einige der gefährlichsten Irrtümer von Markus Krall, Hans-Werner Sinn, Christian Felber. Und auch die Basis sollte sich auf GWÖ, GWO, GWL orientieren, was sie bis jetzt noch nicht genügend tut. Ne?